Ich mache mal eins, damit wir das gleich im Dings haben. Ich kann auch hier, also ein beliebiges Artboard hier einfach markieren, indem ich halt den Pencil drumherum ziehe. Dann gehe ich hier oben in das Menü und sage Kopieren. Jetzt erstellen wir nochmal ein neues Dokument. Einfach wieder oben auf das Plus, neues Dokument. Lass die vorgeschlagene Größe einfach so, wie sie ist. Sage wieder Artboard erstellen. Sage OK. Habe ich hier mein neues Dokument. Das mache ich ein bisschen kleiner. Und dann tappe ich mit einem Finger lange auf eine freie Stelle. Dann kommt so ein kleines Pop-up-Menü und da gibt es die Option Einfügen. Und dann habe ich hier meinen Batman. Den schiebe ich hier nochmal oben hin. Macht ihr auch mal ein bisschen kleiner. Also wenn ihr verschiebt, dann können bestimmte Elemente halt verzerrt werden. Wenn ihr es nicht wollt, einfach mit einem Finger zusätzlich aufs Display tappen, dann bleibt immer das Seitenverhältnis intakt. Das heißt, ihr könnt, so, das war falsch, ich muss alles markieren hier. Mit einem Finger drauf, dann bleibt das halt immer intakt. So. Schieben wir das mal eben kurz hier, damit wir ein bisschen mehr. Nee, das ist. Darüber ist besser. So. Wenn man sowas zeichnet, ist wichtig, am Anfang zu überlegen, aus welchen Grundelementen besteht das, was ich zeichnen will. So. Hier bei dem Batman-Symbol ist es halt nicht so schwer, weil ganz klar das Grundelement ist ein Oval, eine Ellipse. Das heißt, wir haben außenrum die Ellipse und wir haben innen drin das Symbol selber ist auch eine Ellipse mit ein paar Ausschnitten. Also diese gelben Bereiche sind eigentlich auch Ellipsen, die irgendwie da drüber liegen, sonst irgendwie was. Aber grundsätzlich haben wir einen äußeren Kreis und einen gefüllten inneren Kreis in Schwarz. Damit können wir jetzt einfach mal anfangen. Das heißt, ich habe hier auf der linken Seite das Formwerkzeug. Ich habe lange draufklicke, habe ich die Form, die Affinity Designer mitliefert. Das heißt, ich kann Rechtecke zeichnen, Ellipsen, quadratische Sterne, Dreiecke, Zahnräder, Pfeile, Sterne, Ringe, Polygone und so weiter. Wir bauen jetzt in dem Fall eine Ellipse. Die markiere ich und kann die hier auf mein Artboard einfach auftragen. So, ich denke mal, so ist schon mal nicht schlecht. Wähle dann wieder das Verschieben-Werkzeug. Mach das noch schön mittig hier irgendwie so. So. So, der Hintergrund sollte jetzt gelb sein und die Randfarbe ist da, wie unschwer zu erkennen, ist schwarz. Das kann ich hier in meinem Farbenwerkzeug wieder machen. Das heißt, für die Füllfarbe nehme ich gelb. Ich gehe hier auf den. Doch mal hier genauer gucken. So. Oder aber, wenn ich halt eine Vorlage habe, habe ich hier oben auch die Pipette. Die kann ich halt auf das Original schieben und dann auf die ausgewählte Farbe hier klicken und schon hat mir die Füllfarbe übernommen. So, der Rand soll schwarz sein, das ist sogar hier schon, aber ist halt kaum zu erkennen, weil die Kontur hier auf 0 Punkte steht. Also ich mache den Rand ein bisschen dicker. So würde ich sagen. Dann vielleicht noch einen Ticken. So. So, gefällt mir schon so ganz gut. So, jetzt haben wir. Sorry, kannst du noch mal sagen, wie ich die Kontur auswählen kann? Also ich habe sie schon schwarz, aber die Dicke finde ich nicht mehr. Das ist das Werkzeug darunter, dieses unter dem Farbstudio. Wenn Okay. man draufklickt, tappt, dann kommt Danke. das Konturwerkzeug und da habe ich diesen Schieberegler für die Breite. Danke, super. Da kann ich hier, also man muss natürlich das Element auch ausgewählt haben. Dann kann ich halt beliebig dick und dünn machen. Jetzt hatte ich es ein bisschen schöner. So. Verschoben habe ich es auch noch. So, jetzt muss ich die Grundform für das Batman-Symbol machen. Jetzt habe ich ja erstmal nur das Oval außenrum. Was sich jetzt natürlich anbietet, ist, dass diese Ellipse oder dieses Oval, was ich schon habe, einfach erstmal zu duplizieren.
So, das kann ich auf zwei verschiedenen Wegen machen. Ich kann es markieren, oben über das Menü gehen, duplizieren. Dann habe ich das zweimal. Ich lösche das mal hier unten mit dem Mülleimer-Symbol. Oder ich kann es auch über eine Geste machen. Das heißt, ich habe das Verschieben-Werkzeug, drücke mit zwei Fingern aufs Display, lasse die da auch und dann verschiebe ich das Element, was ich kopieren will. Und schon habe ich daraus zwei Elemente. So, jetzt will ich das Oval erstmal von den Farben anpassen. In dem Fall möchte ich jetzt den Hintergrund schwarz haben und keinen Rand, sondern ich will nur die Fläche eingefärbt haben. So, jetzt seht ihr hier oben ja die beiden, das Symbol für die Kontur hier und das Symbol für die Füllfarbe. Und wenn ich die tauschen will, wenn ich sage, ich will jetzt, die Konturfarbe soll meine Füllfarbe sein, die Füllfarbe soll meine Konturfarbe sein, reicht einfach mit dem Pinsel einmal drüber zu wischen. Dann ändert der die Auswahl. Klappt das bei euch? Gut. Nee. So, jetzt hat er einen gelben Rand. Den wollen wir auch nicht haben. Den will ich transparent haben. So, dann kann ich entweder hier unten bei den Quickfarben transparent auswählen oder aber ich gehe auch mit dem Pinsel, gehe auf das Kontursymbol und wische einmal nach oben. Dann wird automatisch die Kontur auch transparent gemacht. So. Dann schiebe ich das ganze Ding jetzt erstmal da drauf. So, jetzt soll ja ein bisschen gelb noch durchscheinen. Das heißt, ich mache jetzt die Ellipse ein bisschen kleiner, packe hier an der Seite an. Und dann muss ich das ein bisschen einjustieren, wie viel ich da haben will. So zum Beispiel, damit könnten wir schon leben. Kannst du mir sagen, wo ich die Hilfslinien einblenden kann? Die kommen automatisch, wenn die links unten hier das Symbol, links das Symbol mit dem Magneten an. Okay, danke. Man kann auch noch separat Hilfslinien anzeigen, aber die brauchen wir jetzt im Moment nicht. Die würden jetzt im Moment noch, glaube ich, ein bisschen verwirren. So. Das heißt, jetzt habe ich meine äußere Form, den Kreis und den inneren. Jetzt muss ich nur noch diese einzelnen Ellipsen, die hier zu sehen sind, einzeln, die muss ich jetzt irgendwie aus dieser schwarzen Fläche herausstanzen. Das kann ich relativ einfach machen. Von der Grundform seht ihr auch, das sind ja auch Ellipsen. Ein bisschen kleiner als die, die wir bisher benutzt haben, aber grundsätzlich ist es halt auch eine elliptische Form. Das heißt, ich kann hier wieder mein Ellipsenwerkzeug nehmen. Mal jetzt erstmal eine Ellipse hier drauf. Hier wähle ich dann jetzt wieder die gelbe Hintergrundfarbe aus. Die habe ich hier unten in den zuletzt verwendeten Farben. Das war natürlich nicht so clever, weil ich will die nämlich ja als Hintergrundfarbe haben und keine Kontur. So. Jetzt sieht das ja noch nicht ganz so aus wie in dem Originalbild. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt ein bisschen drehen. Muss wieder auf das Verschieben-Werkzeug gehen, damit ich das verschieben kann. Und gucke mir mal an, wie das so passen könnte. Das jetzt so ein bisschen ausprobieren. Fummelseite, da gibt es halt keine Ideallösung für. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel wollt, dass das jetzt schon so aussieht wie da oben, könnt ihr einen folgenden Trick machen. Ihr geht in das Ebenenstudio und dann seht ihr hier eure Ellipse, die ihr hinzugefügt habt. Wenn ihr die jetzt auf die schwarze Grundform schiebt und dann loslasst, wird alles, was über die schwarze Grundform hinausragt, vom Affinity Designer abgeschnitten. Das heißt, ich mache das nochmal langsam, damit alle nochmal zugucken können. Mit dem Pencil markieren, dann den Pencil gedrückt lassen und auf die Zielebene draufgehen, dass da so ein blauer Strich ist und dann loslassen. Dann wird der Rest der Form, die rüberragt, halt maskiert und ist nicht mehr sichtbar. Das hat allerdings den Nachteil, ich denke, das kann man auch hier schon sehen,
mache das hier nochmal ein bisschen größer, dass dann so eine ganz dünne, haarfeine Linie erscheint, hier am unteren Rand. Ich weiß nicht warum. Das Problem haben auch andere. Man kriegt es nicht weg in der Form. Deswegen müssen wir gleich noch einen anderen Trick machen, um das wieder loszuwerden. Aber jetzt für das Definieren der Ellipsen für die Ausschnitte ist das erstmal gut genug. Wir reparieren das später. So, jetzt kann ich, indem ich doppelt reintappe, das Element hier auch noch verschieben. Kann ich mal gucken, wie müsste es denn ungefähr aussehen, wenn noch ein bisschen schräger, ein bisschen größer. Ich müsste so ein bisschen machen, wie ich das gefällt. Muss jetzt auch nicht perfekt sein. So, das noch ein bisschen zu. Kann man hier noch ein bisschen größer machen. So. Jetzt brauche ich eine etwas kleinere, im nächsten Schritt eine etwas kleinere Ellipse für den nächsten Ausschnitt. Das heißt, ich markiere die, wir haben Doppeltap. Zwei Finger auf Display drücken. Man muss nämlich auch das Verschieben-Werkzeug ausgewählt haben. Zwei Finger drücken, verschieben. Und dann kann ich das auch wieder in Größe ändern. So. Pack das mal hier so drauf. So. Jetzt kommt das der Sache ja schon relativ nah. Jetzt habe ich nur ein Problem. Wenn ihr das im Originalbild seht, führt hier genau in der Mitte, müssen wir genau die Mitte treffen, damit das halt symmetrisch aussieht. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Hilfslinien. Hier oben in diesem File-Menü gibt es den Menüpunkt Hilfslinie. So, da kann ich, kommt hier unten das Werkzeug, hier unten seht ihr das, da kann ich horizontale und vertikale Hilfslinien hinzufügen. In dem Fall brauche ich halt eine vertikale. Und jetzt habe ich eine Hilfslinie, die mir genau zeigt, wo die Mitte des Bildes ist. Das ist auch immer sichtbar, solange ich die Hilfslinie nicht wieder ausblende. So, die Funktion brauche ich, wenn ich nämlich jetzt wieder aufs Verschieben-Werkzeug gehe, seht ihr, dass das Symbol hier genau in der Mitte sehr dünn ausläuft. Das heißt, ich müsste meine gelbe Ellipse halt sehr genau hier anpassen, damit das dieses Ende, dieses spitze Ende zu sehen ist. Das heißt, ich markiere das Ding nochmal wieder. Mache das alles größer und gucke dann, dass ich das da reinpasse. Und jetzt kommt nämlich das Nervige, wenn ihr eine magnetische Ausrichtung habt. Also wirklich Millimeterarbeiten stört die halt nur. In dem Fall einfach hier unten links auf das Magnetsymbol tappen, das ausschalten und dann könnt ihr das wirklich so genau justieren, wie ihr es braucht. So würde ich sagen. Dann nochmal wieder kleiner machen, ob das so ein bisschen halbwegs aussieht. Und ich würde sagen, da sind wir erstmal zufrieden mit. Da die, sagen wir mal, die Viertelmiete ist schon geschafft. Seid ihr auch soweit? Jo. Gut. So, ja. Jetzt können wir natürlich jetzt weiter mal eine neue Ellipse aufziehen und so weiter. Aber wir sind ja von Natur aus auch bequem. Wir nehmen einfach die beiden Ellipsen, markieren beide. Also die erste Ellipse reintappen, zweite Ellipse durchwischen, markieren. Und sagen, wir möchten jetzt da ein Duplikat von haben. So. Das heißt, wieder zwei Finger aufs Display verschieben. Dann habe ich meine zwei Ellipsen wieder. Und jetzt müssen die ja gespiegelt werden. Das heißt, ich kann hier auf das Vergrößern-Werkzeug gehen. Und da gibt es die Option hier oben, spiegeln und drehen. Und da spiegel ich das einfach. Jetzt brauche ich das nämlich nur noch wieder, also nur noch sage ich ja immer, ne? So halbwegs wieder anpassen. So, ein bisschen größer machen.
Es kann noch ein bisschen mehr zusammen. So. So, damit hätten wir den unteren Teil schon mal fertig. Und der Vorteil ist, dass links und rechts es ziemlich gleich aussieht. Das kriegt man nicht hin, nicht so ohne weiteres, wenn man die von Hand nochmal neu zeichnet. So, nächster Schritt sind die beiden Ovale auf der oberen Seite. So, da zeichne ich nochmal ein neues ein. Die sind auch so ein bisschen schief, die sind auch ein bisschen größer. Ups. Da habe ich schon wieder. So. So, jetzt ragt das wieder so da drüber. Aber dann kann ich den gleichen Trick anwenden. Ich nehme die Ellipse und schiebe die auf die Grundform. So habe ich einen besseren Eindruck, wie das passt. Das war noch ein bisschen zu groß, weil wir brauchen ja noch die Ohren oben. Gleich. So. Ich glaube, damit könnte man jetzt erstmal leben. Kann man hinterher so und so ja noch verbessern, wenn man möchte. So, wenn ich die Seite habe, dupliziere ich die Ellipse wieder. Zwei Finger aufs Display, verschieben. Könntest du sie direkt spiegeln? Und dann spiegel ich die. Erst verschieben, dann spiegeln. Aber weißt du, dass sie genau mit dem gleichen Abstand ist zur anderen? Kannst du sie direkt spiegeln? Nee, das geht nicht. Okay, danke. Aber wenn ich jetzt wieder hier dieses Magnetische, dann justiert er die mir. Ich könnte mir auch notfalls noch andere Hilfslinien da reinbauen. So. So würde ich sagen. So, wenn man sich jetzt unsicher ist, ob die beiden Ovale auf der gleichen Grundlinie sind, kann ich jetzt hier nochmal auf das Pfeilmenü gehen, nochmal Hilfslinien auswählen und sage, ich möchte eine horizontale Linie hinzufügen und die kann ich jetzt hier auch verschieben. So, und das hilft mir dann, das Ding auch auf die richtige Höhe zu bringen. So. So sieht das auch schon mal fast gut aus. Ich würde sagen, ich habe da ein bisschen, der Abstand könnte ein bisschen breiter sein, glaube ich. So. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, ne? Bei Batman darf man ja auch nicht schludern, ne? So. Das ist zu schmal. Ja, es ist zu schmal, ne? Ja. Das habe ich verschlimmbessert, ne? Mhm. So. Nee, ich meine der Abstand der Flügelchen, also die beiden gelben Ellipsen, die sich gegenüberliegen, sind zu eng beieinander. Du meinst die schwarze Fläche, ne? Ja. So. Ist halt ein schmaler Batman. So. Jetzt kommt eigentlich der schwierige Teil, nämlich oben die Ohren auszuschneiden. Mit welcher Grundform würde man das denn machen? Also erkennt ihr da eine Grundform? Bei den Ohren. Können wir entweder in den Chat schreiben oder ruhig reinrufen. So negative Kreise. Bin ich noch nicht ganz zufrieden mit. Trapez kommt von Martin. Britta.
Das ist blöd, wenn du die Einzige bist, die ich persönlich kenne. Ja, das ist immer das ist genauso schwierig. Wie beim Stand-up-Comedian als Letzter in den Saal reinzukommen. Das stimmt. Da hat man den ganzen Auftritt auch verloren. Also ich noch irgendwelche Ideen? Nee. Das ist viel einfacher, als ihr euch denkt. Es ist einfach ein Rechteck. Und da nutzen wir dann die Möglichkeiten, dass wir jede Form später in Kurven umwandeln können. Ach so, alles klar. Und dann die Kurven anpassen können. Ja, wenn man es aber nicht ändern dürfen, wäre es nicht einfach gewesen. Genau, aber es geht halt darum, dass man das erkennt. Ich habe nämlich meinen Batman, als ich ihn zum ersten Mal gezeichnet habe, nämlich auch einen abgebrochen, bis mein Sohn kam und sagte, warum nimmst du den für einen Lips und schneidest das aus? Ja. Deswegen ist dieser Blick, welche Form, aus welchen Grundformen besteht irgendwas, halt wirklich wichtig. Aber ich mache den hier nochmal ein bisschen kleiner. Ja? So. So, das heißt, wir nehmen hier bei dem Formwerkzeug, nehmen wir diesmal ein Rechteck. Malen das hier erstmal rein. Wählen dann wieder das Verschieben-Werkzeug. Packen das erstmal da rein. Jetzt gehe ich wieder in die Ebenen und mache wieder das Gleiche, nämlich das Rechteck auf die Grundform schiebe, damit ich erstmal einen besseren Eindruck habe. Jetzt gehe ich erstmal so lang, bis die Ohren spitz sind. Da kann man auch ruhig extrem groß machen. Ich mache noch ein bisschen tiefer hier, so. Dann nochmal wieder rauszoomen. Um zu gucken, ob das so ungefähr hinkommt. So, jetzt kann ich mit dieser Grundform erstmal arbeiten. Im Moment sind da ganz normal die Anfasserpunkte an den Ecken und jeweils der Mitte, um das größer, kleiner zu schieben. Wenn ich jetzt hier in der Werkzeugleiste links wieder das Rechteck auswähle, ändert sich hier unten die Option. Und da gibt es auch das Symbol für in Kurven. Da einmal drauf tappen. Dann könnt ihr das Knotenwerkzeug hier, das zweite auf der linken Seite, nehmen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit. Kannst du nochmal zeigen, welches das ist? Das Knotenwerkzeug ist das hier. Genau. Das zweite. So, jetzt gucken wir nochmal einmal, wie das muss. Die müssen nach unten breiter werden. So. Das heißt, ich kann jetzt hier diese Ecken nehmen und schiebe die so ein bisschen nach innen schon mal. So, jetzt wird er hier oben das hast Ohr. Wie hast du es in eine Kurve umgewandelt? Indem ich hier das Rechteckwerkzeug wieder habe und dann kommt unten in Kurven. Okay. Gefunden? Ich suche es noch. Ah, doch, doch. Danke. Gut. So, im Knotenwerkzeug, dann schiebe ich hier die oben wieder ein bisschen länger, damit die Ohren spitzer werden. So. Und jetzt, wenn wir uns nochmal das Original angucken, haben die Ohren natürlich hier so einen Bogen. Die sind halt nicht wie ein Dreieck, sondern sind gebogen. Das heißt, das machen wir auch. Und zwar brauche ich jetzt einfach nur mit dem Pencil auf so eine Linie gehen und die einfach ziehen. Das Feintuning mache ich gleich, aber dann, damit kriege ich halt diesen Bogen da rein. Kann ich ja die Eckpunkte anfassen. Hier oben noch wieder so ein bisschen zurück, den hier noch ein bisschen. Dann immer wieder mal in der Komplettübersicht, aber das sieht da gar nicht so schlecht aus für den ersten Versuch. So. Dann seht ihr, dass ihr noch solche zusätzlichen Anfasser habt, so eine dünne Linie mit einem dunklen, mit einem blauen Punkt mit einem weißen Rand drumherum. Wenn ihr den anfasst, könnt ihr noch die Winkel ein bisschen anpassen. Da könnt ihr dann richtig Feintuning machen. Wie stark ist der Bogen? Das glaube ich ist die linke Seite hier. Nicht so wie die andere. So, damit könnte man erstmal starten.
So, dann muss ich das gleiche noch für die Linie unten machen, dass ich hier einen kleinen Bogen reinkriege. So ungefähr. Ja. Damit hätte ich das auch geschafft. Also da kann man sich auch dran halten mit dem Knotenwerkzeug, weil das ist absolutes Feintuning, aber sehr mächtig. Und damit kann man praktisch alles nachdenken. Sie gerade, ich bin gar nicht mehr richtig in der Kamera drin hier. Ich darf was sagen. So. So, damit wäre unser Batman erstmal Schritt 1 erledigt. Jetzt haben wir noch die dünnen schwarzen Linien drumherum. Die wollen wir noch loswerden. Dafür müssen wir jetzt leider ein bisschen was tun. Und zwar markieren wir jetzt alle Formen, Kurven, die wir genommen haben zum Ausschneiden. Also die erste markieren, die anderen durchwischen, mitselektieren. Und jetzt schieben wir die einfach wieder eine Ebene höher darüber. So, dann sieht das so chaotisch aus. Das ist aber nicht schlimm, weil jetzt können wir anfangen, mit den geometrischen Funktionen zu arbeiten. So. Was sind geometrische Funktionen? Die findet ihr auch hier unter dem Bearbeiten-Menü unter Geometrie. So. Das heißt, ihr könnt zwei Formen auswählen. Einmal ganz kurz, wie hast du die jetzt, also markiert habe ich sie, aber wie kriege ich die jetzt verschoben? Einfach nach oben schieben. Pencil drauf und nach oben schieben. Wenn alle markiert sind. Sind alle markiert, aber ich... Ich kann es mal hier rückgängig machen bei mir. So, ich habe jetzt die erste markiert. Zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Ja. Dann sind die alle ja grau unterlegt. Ja. Jetzt packe ich die irgendwo an, drücke den Pencil und schiebe die dann nach oben. Ach, die Zahl heißt, ich habe sie alle. Okay. Ja, du hast sie alle. Ja, ich habe sie nur alle. So. Alles klar. Dann habe ich hier gesagt, in dem Bearbeiten-Menü die Geometriefunktion. Da kann ich zwei Elemente zu einem neuen zusammenfügen. Ich kann auch die Überschneidung subtrahieren. Ich kann nur die überlappenden Elemente markieren oder als neue Form bauen. Ich zeige das mal einfach an einem Beispiel. Ich nehme mal hier die erste Ellipse, wähle die Grundform aus, habe ich beide markiert. Jetzt gehe ich in das Menü Geometrie und sage subtrahieren. Und dann wird das, was überschneidet, oder drüber hinausragt, einfach weggeschnitten. Mit dem großen Vorteil, die blöde schwarze Linie ist nicht mehr da. So, und das müsst ihr eigentlich jetzt nur noch mit dem Rest machen. Ihr könnt auch alles markieren. Das heißt, die verbliebenen 6 Elemente plus die Grundform. Und dann subtrahieren und ihr habt euren Batman fertig. Ich hoffe, das ging jetzt nicht zu schnell. Nö. Klappt das? Mhm. Und das ist schon ziemlich geil, oder? Ja. Super, schon nur deshalb hat es sich gelohnt. Weil damit kann man echt viel machen. So, jetzt haben wir noch Zeit, um ein bisschen Feintuning zu machen. Ja, ne? Also ich habe jetzt noch Zeit. Jetzt machen wir noch einen schwarzen Hintergrund. Das heißt, ich wähle hier nochmal das Rechteck aus und zeichne das einfach mein Artboard. Das kann ruhig überlappen. Spielt keine große Rolle. Ändere hier die Farbe auf schwarz. Und jetzt ist es natürlich blöd. Es liegt jetzt im Vordergrund und alles andere ist weg. Ist aber nicht schlimm. Gehe ich in mein Ebenenstudio, wähle die gerade gezeichnete Form aus und schiebe die einfach ganz nach unten.
Weil der Designer arbeitet sich von oben nach unten ab. Elemente, die oben in der Liste bei den Ebenen stehen, werden auch in der Schicht oben angezeigt. Das ist zwar wirklich wie ein Stapel. So. Jetzt für die Ellipse, die mit dem gelben Hintergrund, wollen wir jetzt noch einen kurzen Ebeneneffekt einfügen. Ich markiere diese Ebene, drücke auf FX und sage jetzt einfach, wähle jetzt Schein nach außen, aktiviere die, sodass der Schieberegler rechts ist, klicke einmal auf den Namen Schein nach außen und kann jetzt wieder im Bild tappen und kann den so schieben, wie es mir gefällt. Und kann hier natürlich jetzt die Farbe nochmal auswählen. Wir können mal hier gucken. So ungefähr. Und dann kann ich die Intensität noch mal ein bisschen runter machen. Der Grad ist ein bisschen höher, dass es ein bisschen diffus erscheint. So ungefähr könnte man das machen. Dann nicht vergessen, einmal oben auf das Verschieben-Werkzeug zu tappen, weil sonst die ganze Arbeit wäre umsonst war. So, und damit wäre unser Batman eigentlich schon ganz schick. Ich kann jetzt diesem Batman-Symbol auch noch einen kleinen 3D-Effekt verpassen. Das heißt, ich gehe hier nochmal in mein Ebenenwerkzeug, wähle jetzt den Batman aus, also die ausgeschnittene schwarze Ellipse, rufe dann wieder meinen Ebeneneffekt auf und sage hier 3D. Klicke dann auch auf 3D und kann jetzt auch wieder mit so einem Schieben so einen 3D-Effekt da drauf machen. Ich mache den jetzt mal ein bisschen extremer, damit man das auch per Screensharing gut sehen kann. Somit hätte ich dann einen ganz netten 3D-Effekt da drauf.